Rundballenpressen, Heu und Silage, in der Ebene und am Hang, Maschineneinsätze in anspruchsvollem Gelände, Arbeiten, wo andere Urlaub machen, in einer atemberaubenden Landschaft, Gülle ausbringen mit etwas anderer Technik, Hackguterzeugung und Transport und natürlich die Pflege und Wartung des Fuhrparks. So könnte man den Alltag von Lohnunternehmer Andreas Scherntaner aus Tirol in wenigen Sätzen beschreiben. Den ganzen Sommer über haben wir ihn und sein Team bei ihrer Arbeit immer wieder mit der Kamera begleitet. Freut euch auf ein abwechslungsreiches Video mit interessanten Maschinen in grandioser Kulisse. Also unbedingt dranbleiben, es lohnt sich. Die Firma Hackguterzeugung Scherntaner hat ihren Sitz in der Gemeinde Hopfgarten im Brixental im Tiroler Bezirk Kitzbühel. Hier beginnt unsere Geschichte. Andreas und sein Team rücken gemeinsam aus, um die nahegelegenen Heizwerke mit Hackschnitzeln zu versorgen. Ein langer Arbeitstag steht bevor. Üblicherweise fährt der Chef das Hackergespann, seine beiden Mitarbeiter die Transportfahrzeuge. Wenn Not am Mann ist, dann hilft auch der rüstige Senior noch aus. Im Konvoi machen sich die Männer auf den Weg zu ihrem ersten Auftrag. Das Einsatzgebiet liegt geografisch gesehen zwischen den nördlichen Kalkalpen und den Schieferbergen der Kitzbüheler Alpen. Eine wunderschöne Landschaft, die allerdings auch ihre Tücken hat. Die größte Technik ist hier nicht immer gleichzeitig die beste. Deshalb hat sich Scherntaner bewusst für einen Traktor mit Zapfwellenhacker entschieden. Bei uns typisch in Tirol, wir haben hohe Bergsteile, steile Hänge mit relativ schmalen Wegen, enge Kurven teilweise und auch nicht so gute Umkehrplätze manchmal. Und daher eben ist es bei uns wichtig, dass wir sehr wendig sind, nicht zu groß ankriegt. Oder wenn man mal umdrehen muss auf beengte Verhältnisse und vielleicht in den Waldboden reinfahren, dann spüren wir da natürlich die Vorteile von einem Traktor mit einem Anhänger aus, wohingegen ein LKW dann begrenzt ist und natürlich auf der Schotterstraße bleiben muss. Heute steht die Erzeugung von Waldhackgut am Plan, was etwa 80% der Einsatzzeit ausmacht. Die Biomasse, meist Ast- und Gipfelmaterial, kauft der Unternehmer zu, verarbeitet sie zu Hackschnitzeln und beliefert damit verschiedene Abnehmer in der Region, meist große Fernheizwerke. Der Hacker, ein zapfwellenbetriebener Biber 83 von Eschelböck, hat sich für diese Aufgabe bestens bewährt. Auffälligstes Merkmal ist sicher die Krankabine. Von dieser erhöhten Sitzposition hat Andreas das Geschehen perfekt im Blick. Der schallgedämmte Arbeitsplatz ist mit Heizung und Klimaanlage ausgestattet. Und sogar den Traktor kann man von hier aus steuern. Zapfwelle, Motordrehzahl und ein Hydrauliksteuergerät. Seine Entscheidung für den Biber 83 hat Scherntaner bis heute nicht bereut. Also ich habe den Hacker jetzt mittlerweile seit 2 Jahren, habe ca. 1000 Stunden drauf. Ich muss echt sagen, ich bin sehr, sehr zufrieden damit. Das Wichtigste natürlich bei einer Hackmaschine ist, dass die Hackschnitzelqualität stimmt, dass die Körnung stimmt, wie sich das die Kunden vorstellen. Für mich ist aber dann auch wichtig, dass er leichtzügig ist, dass der Kraftstoffverbrauch passt und aber auch in der Wartung muss er einen guten Umgang haben, dass man Verschleißteile schnell rauskriegt, wenn es denn einmal zum Tauschen sind. Und was für mich auch noch wichtig ist, deswegen habe ich das Klingensystem drin, dass man schnell wieder ein neues Messer reinkriegt, damit man wieder eine scharfe Schneid hat, damit die Qualität wieder passt und auch die Leistung wieder passt. Trotz der breiten Bereifung bleibt die Außenbreite unter 2,55 Meter. Für Scherntaner ein wichtiges Kriterium und Eschelböck war der einzige Hersteller, der diesen Wunsch erfüllen konnte. Mit seinem breiten Einzug und der aggressiven Weite verarbeitet der Hacker auch solch sperriges Astmaterial völlig problemlos. Mit dem 100er Siebkorb sind hier Stundenleistungen bis zu 150 Schüttraummeter realisierbar. Damit der Hacker sein Potenzial auch ausspielen kann, hat Scherntaner ein kräftiges Zugpferd vorgespannt. Also wir haben dann schon den 7310R, weil wir bewusst eben nicht auf den 8R gehen wollten, weil der wesentlich länger ist und nicht so wendig ist im Waldgebiet. Was mich für den Traktor auch noch die Entscheidung gebracht hat, ist, dass er relativ einen großvolumigen Motor hat. Er hat 9 Liter Hubraum und das ist natürlich beim Hacken mit dem hohen Drehmoment
sehr gut, dass er da durchzugstark ist und nicht gleich, wenn man mal ein bisschen was Dickes reinfordert, noch gibt. Auch den Transport wickelt der Lohnunternehmer mit Traktoren ab. Einem John Deere 6155R und einem 6210R. Mit ihren kompakten Abmessungen und kräftigen Sechszylindermotoren sind sie geradezu prädestiniert für diese Aufgabe. Der 6210R ist mit einer Wirbelstrombremse an der Heckzapfwelle ausgestattet, um auch lange Gefällestrecken sicher und zügig fahren zu können. Die beiden Muldenkipper von Krampe und Schweighofer haben ein Fassungsvermögen von 30 bzw. 40 Kubikmetern. Die Gespanne sind zwar kleiner und langsamer als Lkw-Containerzüge, für den Unternehmer ist das aber kein Nachteil, weil er meist nur im Umkreis von 10 bis 15 Kilometern zu den Abnehmern unterwegs ist. Ausschlaggebend sind für ihn die Geländetauglichkeit und die Wendigkeit der Fahrzeuge. Vorwiegend laufen die beiden Traktoren vor den Muldenkippern. Sie werden aber auch für andere Transportaufgaben und im Winter für die Schneeräumung genutzt. Nach etwa 20 Minuten Fahrt sind wir am Ziel angelangt, das Heizwerk der Tirolmilch in Wörgl. Hier ist seit 2014 die zweitgrößte Käseproduktionsstätte Österreichs in Betrieb. Die Energie für die vielfältigen Erhitzungsprozesse in der Milchverarbeitung wird komplett aus regionaler Biomasse gewonnen. Die überschüssige Abwärme nehmen die Stadtwerke Wörgl ab und heizen damit rund 640 Haushalte. Im Vergleich zur Verbrennung fossiler Energieträger werden so jedes Jahr mehr als 3000 Tonnen CO2-Emissionen vermieden. Energie aus der Region für die Region. Biomasse ist ein nachwachsender Rohstoff, der in Tirol ausreichend zur Verfügung steht. Eine Tatsache, die Andreas Scherntaner jeden Tag aufs Neue motiviert. Was mir an meinem Lohnunternehmen sehr taugt, ist, dass man auch mit der Hackschnitzelerzeugung bei der Bioenergie was für die Umwelt tut, was momentan auch ein Riesenthema ist. Der gute Umgang mit den Ressourcen, die wir haben, und dass man auch die Sachen, die wir im Wald haben und so weiter, bestmöglich nutzt. Ich halte nichts davon, dass man die Energieträger, die müssen auch Hackschnitzel sein, durch halb Österreich durchfährt, weil dann ist der positive Gedanke von der Bioenergie ja schon wieder teils zunichte gemacht. Ich finde das einfach super, wenn es vor Ort wächst, dass man es auch da in ein Heizkraftwerk bringt und die Menschen vor Ort daraus Wärme ziehen können. Sein Lohnunternehmen hat Andreas Scherntaner erst vor 8 Jahren gegründet. Heute beschäftigt der 32-jährige Tiroler 2 festangestellte Mitarbeiter und eine Aushilfskraft. Einer von ihnen ist Martin Scharnagel, besser bekannt als Mascht. Seit Ende des Jahres gehört der gelernte Landmaschinentechniker zum Team. Warum hat er sich für diesen Job entschieden? Ehrlich gesagt einfach die Faszination für die Landtechnik und nicht immer einen ganzen Tag in der Werkstatt stehen, sondern halt auch in die Natur rauskommen und halt mit den tollen Sachen umfahren und nicht nur reparieren. Was die Maschinen betrifft, so hat Martin schon einiges gesehen. Trotzdem schlägt sein Herz nach wie vor für die Traktoren mit den gelben Felgen. Naja, als Mechaniker bin ich eigentlich schon mit so ziemlich jedem Traktor von jeder Marke eigentlich fast gefahren. Und ich sag, also speziell an meinem Fahrzeug ist einfach der unverfälschte Ton das, was mir am besten taugt. Und einfach die Leistung, was das Fahrzeug hat, ist schon schön. So, für heute genug gehackt. Wir wollen das schöne Erntewetter ausnutzen. Am späten Nachmittag rücken wir deshalb mit der neuen Presswickelkombination aus, die Scherntaner erst seit wenigen Wochen im Einsatz hat. Der Einstieg ins Rundballengeschäft war ursprünglich nie geplant. Nach einer spontanen Vorführung beim ersten Schnitt konnte die Maschine aber dermaßen überzeugen, dass der Lohnunternehmer gleich zugeschlagen hat. Also was mir gut passt hat an der Maschine ist erstens die Arbeit isobus-technisch sehr gut mit dem John Deere zusammen, weil sie aus dem gleichen Hause kommen natürlich wie die Traktoren. Für mich wichtig war nur, dass er nicht einen Schwerpunkt hat, weil wir ja doch einen Hanglang haben. Das ist wichtig. Und dass sie nicht allzu schwer ist, dass man sie eben am Hang gut umherziehen kann. Und wo ich sehr erstaunt bin, wo ich Bedenken gehabt habe, weil das ist ja bei den meisten Problem, ist die Übergabe am Hang, eben von der Ballenkammer auf den Wickeltisch. Und da haben wir jetzt bei den letzten 1000 Ballen, da haben wir sicher einige hundert in Hanglang gemacht und haben nie ein Problem gehabt bei der Übergabe. Für die Ballenübergabe fährt der Wickeltisch nach vorn, unter die Presskammer. Die Heckklappe öffnet sich, der fertige Ballen fällt heraus und fährt mit dem Tisch wieder nach hinten, wo er von den beiden Wickelarmen in Folie gepackt wird. Gleichzeitig entsteht vorne schon wieder der nächste Ballen.
Mit ihrem 25-Messer-Schneidwerk erreicht die Maschine eine theoretische Schnittlänge von 50 mm. Auch die hohe Pressdichte und die kantige Ballenform werden von den Kunden gelobt. Die Einzelachse mit ihrer breiten Bereifung erlaubt schonende Wendemanöver. Gezogen wird die Maschine vom John Deere 6155R, den ihr schon beim letzten Einsatz gesehen habt. Grundsätzlich würde auch ein schwächerer Traktor reichen. Im hügeligen Gelände macht diese Kombination aber durchaus Sinn. Anfänglich waren die Landwirte skeptisch, weil es die erste Maschine ihrer Art in der Region ist. Inzwischen wurden aber die ersten Ballen verfüttert und langsam spricht sich herum, dass die Qualität stimmt. So wächst der Kundenstamm kontinuierlich von Schnitt zu Schnitt. Für die kommende Saison ist noch Kapazität frei. Interessierte können sich gerne mit Andreas Scherntaner in Verbindung setzen. Wir wechseln die Location, um noch einige Heuballen für einen Kunden in Wörgl zu pressen. Hier arbeitet Andreas nur mit dem halben Messersatz und senkt den Pressdruck auf 35% ab, damit die Ballen nicht zu fest werden und gut nachtrocknen können. Der Wickler wird bei diesem Einsatz zum Sammler. So können zwei Ballen an einer Stelle abgelegt werden, was die anschließende Bergung vereinfacht. Diese Fläche am Talboden stellt Technik und Fahrer vor keinerlei Herausforderung. Aber wir wären nicht in Tirol, wenn wir uns nicht auch ins steile Gelände wagen würden. Es ist Mitte Juli. An den Südhängen der Hohen Salve, oberhalb der Gemeinde Hopfgarten, soll der erste Schnitt zu Heuballen gepresst werden. Für die Arbeit auf solchen Flächen hält Andreas Scherntaner ein ganz besonderes Gespann parat. Einen Lindner Geotrac 94 mit einer Krone Belima F130. Eine sehr einfache, aber auch extrem leichte Festkammerpresse. Für den Bergeinsatz hat der Lohnunternehmer die Maschine aber noch weiter optimiert. Breite Reifen mit Ackerstollenprofil verbessern die Standsicherheit. Bei steilen Talfahrten hält eine hydraulische Zusatzbremse das Gewicht zurück. Ein Highlight und bei einer Krone Belima einzigartig ist sicher auch die Untenanhängung mit K80-Kugel. Scherntaner fährt in Falllinie bergauf und bergab. Die Bodenverhältnisse sind günstig, sodass sich die Reifen optimal mit der Grasnarbe verzahnen können, ohne sie zu beschädigen. Dennoch muss man in diesem anspruchsvollen Gelände als Fahrer einiges beachten. Was nie passieren darf, ist, dass die Pressen stopft, dass zum Beispiel ein Traktor abwürgen täte, weil dann die Bremsen auch hinten an der Presse nicht mehr funktioniert. Und wenn du hinten keine Bremsen hast, ist natürlich für das steile Gelände sehr schlecht. Und was auch im steilen Gelände ein Thema ist, wenn du Kurven fährst, dass du auch nicht auf dem Schwot drauf fährst, weil das wird dann relativ schnell rutschig für die Reifen. Und halt generell nasse Stellen sind zum Beachten, wenn man, wie bei den meisten Kunden, wo man das Feld am Anfang noch nicht kennen, wenn man dann öfter da gewesen ist, ist das Ganze wesentlich leichter. Mit ihrem endlos umlaufenden Startkettenförderer formt die Festkammerpresse Ballen mit einem Durchmesser von 1,20 m. Ein zuverlässiges, jahrzehntelang bewährtes System. Um den fertigen Ballen abzulegen, muss Andreas ins flache Gelände fahren. In diesem Fall eine breite Straßeneinmündung. Am Hang ist eben alles etwas umständlicher. Trotz der geringen Stundenleistung verrechnet der Lohnunternehmer seine Dienstleistung nach gepressten Ballen. Allerdings richtet sich der Stückpreis nach den örtlichen Gegebenheiten. Den weiteren Abtransport übernimmt der Landwirt mit seinem Geotrac 93 und einer doppelten Ballengabel von Göweil. Knapp 1000 Ballen presst Scherntaner mit diesem Gespann jede Saison. Ausschließlich im steilen Gelände und ausschließlich Heu. Die Maschine hat kein Schneidwerk und ist so für den Silage-Einsatz nur bedingt geeignet. Themenwechsel. Nach der Ernte folgt die Düngung. Auch in diesem Bereich ist Scherntaner seit kurzem aktiv. Zusammen mit einem großen Landwirt aus der Region hat er ein Güllefass von Bauer angeschafft. Mit 16 Kubikmetern Fassungsvermögen ein guter Kompromiss zwischen Größe, Gewicht und Reichweite. Der schwarze Kunststoffbehälter und die auffällige Beschriftung sollen ganz bewusst den Wiedererkennungswert erhöhen. Um auch exponierte Flächen düngen zu können, ist das Fass mit einer Hochdruckdüse ausgestattet. Damit lässt sich die Gülle in einem Radius von bis zu 75 Metern verteilen. Inzwischen wird die Technik von vielen Kunden gebucht, um Gülle vom Betrieb im Tal über weite Strecken auf die Almen am Berg zu transportieren, um dort von der Straße aus die Steilflächen zu düngen. Aber auch bei unserem Einsatz macht der Güllewerfer Sinn. Aus sicherer Entfernung kann Andreas die nach oben steiler werdende Fläche mit Wirtschaftsdünger versorgen.
Über Stickstoffemissionen braucht man an dieser Stelle sicher nicht zu diskutieren. Eine bodennahe Ausbringung ist in solch exponierten Gebieten aber nicht immer möglich. Daran kann auch die Gesetzgebung nichts ändern. Dort, wo es flacher ist, bringt der Lohnunternehmer die Gülle mit einem Prallkopfverteiler aus. Eine einfache Technik mit guter Querverteilung, die momentan noch erlaubt ist. Sollten die Kunden und die Politik eine bodennahe Ausbringung fordern, will Scherntaner einen Schleppschuhverteiler nachrüsten. Noch einmal wechseln wir zurück zur Hackguterzeugung. Diesmal sind wir zu Besuch im Heizwerk der Gemeinde Söll. Die Anlage hat eine Leistung von 2,5 Megawatt. Über das 10 Kilometer lange Fernwärmenetz werden 160 Haushalte geheizt, darunter auch zahlreiche Hotels. Heute wird an Ort und Stelle Stammholz gehackt. Auch hier legt der große John Deere mit dem Biber 83 eine eindrucksvolle Performance an den Tag. Stämme mit einem Durchmesser bis 60 cm können verarbeitet werden. Um die 150 Schüttraummeter Hackschnitzel spuckt die Maschine pro Stunde aus. Mit grobkörniger Struktur und wenig Feinanteil, so wie es die Kunden mögen. Plötzlich fährt ein weißes Auto vor. Ein Mechaniker der örtlichen Lagerhausfachwerkstätte, der kurzerhand vorbeischaut, um einen Filter am Traktor zu wechseln. Andreas Scherntaner schätzt diese gute Betreuung durch seinen Händler, gerade in Stoßzeiten, wo die teuren Maschinen laufen müssen. Entschieden haben wir jetzt speziell für John Deere, weil wir schon viele gute Erfahrungen gemacht haben mit dem Lagerhaus. Die Werkstätte ist ganz in der Nähe, sind da bestens versorgt und das ist natürlich auch genauso wichtig, als bloß die Qualität vom Traktor, dass man immer hinterher einen guten Service und Wartung hat. Vor gerade einmal 8 Jahren hat sich Andreas Scherntaner selbstständig gemacht. Mit Zuverlässigkeit, sauberer Arbeit und Handschlagqualität konnte er sich seitdem einen soliden Kundenstamm aufbauen. Und die Fangemeinde wächst. Optimistisch blickt der Unternehmer in die Zukunft. Die Zukunftspläne sind gar nicht, dass man sie groß erweitert, nur, dass man noch viel mehr Maschinen hat, sondern für uns ist wichtig, dass die Qualität stimmt, die Abwicklung zeitgerecht muss passen und eben die Kundenzufriedenheit. Das ist für mich das Wichtigste. Liebe Zuschauer, wenn ihr jetzt noch Fragen habt, dann schreibt sie unten in die Kommentare oder ihr besucht die Website und Social-Media-Auftritte des Lohnunternehmens. Mit diesen eindrucksvollen Bildern verabschieden wir uns aus Tirol, wo wir noch immer tolle Filmkulissen vorgefunden haben. Schon im Frühjahr wollen wir Andreas Scherntaner und sein Team erneut besuchen, um über eine spannende Neuanschaffung zu berichten. Abonniert unseren YouTube-Kanal, um die Fortsetzung nicht zu verpassen.